Guten Morgen und herzlich willkommen zum Update Wirtschaft, Ihrer täglichen Sendung vom Frankfurter Börsenparkett von Ihrer ARD Finanzmarktredaktion. Willkommen zur letzten Sendung vor dem verlängerten Osterwochenende. Diese Sendung allerdings wird es in sich haben. Es geht um Ausbildungsplätze, es geht um autonomes Fahren bei Lastwagen, es geht um die Lage der ostdeutschen Wirtschaft und zuvorderst geht es um die sogenannte Zinswende. Die Europäische Zentralbank tagt heute. Es ist eine Sitzung, die durchaus eine gewisse Brisanz hat. Denn natürlich erwartet man angesichts der hohen Inflationsrate, dass irgendetwas geschieht. Und eine solche Zinswende mit höheren Zinsen kann man ja die Inflation bekämpfen. Die zeichnet sich an den Zinsmärkten schon jetzt ab. Wenn man sich mal die Märkte anschaut im Einzelnen, Bauzinsen sind bereits jetzt, wenn man das Geld 15 Jahre leiht und die Zinsen so lange festlegt, auf 2,5% gestiegen, haben sich also verdoppelt. Ratenkredite bei 3 Jahren Laufzeit sind durchschnittlich mit 3,8% verzinst. Nur fürs Sparbuch gibt es nichts. Wer sein Geld für 5 Jahre als Festgeld anlegt, der bekommt gerade mal magere 0,3%. Also ein Steinwurf von hier tagen die Direktoren der Europäischen Zentralbank. Mein Kollege Klaus-Rainer Jakisch beobachtet das Geschehen, wird uns auch über die Ergebnisse dann auf dem Laufenden halten. Was erwarten Sie? Nun, es wird heute erwartet, dass in der Tat es noch keinen Zinsschritt gibt. Man wird das Ganze vorbereiten. Die Finanzmärkte glauben, dass die erste Zinserhöhung dann im Juni möglicherweise kommt oder zumindest angekündigt wird. Dafür gibt es aber schon einige Voraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Unter anderem muss endgültig das Anleihekaufprogramm beendet werden. Das hat die EZB immer wieder seit Jahren gesagt. Sie hat auch angedeutet, dass sie das tut. Die genauen Konditionen sind noch nicht da. Die werden also dann heute erwartet. Und man wird dann sicherlich warten müssen, was im Juni die Inflationsprognosen, die dann erneut wieder herauskommen, aussagen. Und daran wird sich dann sicherlich bemessen lassen, wie viele Zinsschritte es in diesem Jahr gibt. Ob es bei dem einen dann bleibt oder möglicherweise beim zweiten. Die Finanzexperten gehen davon aus, dass es in diesem Jahr dann insgesamt 2 Schritte geben wird. Also eine moderate Zinserhöhung, die dann am Ende des Jahres bei etwa 0,5% liegen dürfte. So jedenfalls die Erwartungen. Ja, jetzt ist es ja so, dass die Inflationsrate so hoch ist wie seit 40 Jahren nicht mehr in Deutschland. Worauf wartet denn die EZB? Warum zögert sie, die Zinsen anzuheben, um eben wirkungsvoll gegen Inflation vorzugehen? Nun, die EZB hat ja seit Monaten immer behauptet, dieser Preisschub sei nur vorübergehend und würde sich wieder absenken. Die bisher herausgegebenen Prognosen sollten das auch immer belegen, obwohl diese Prognosen relativ schnell immer wieder Makulatur wurden. Die EZB ist sehr, sehr zögerlich im Vergleich zu anderen Notenbanken in der westlichen Welt, was sicherlich daran liegt, dass sie eben schlechte Erfahrungen im Zuge der Finanzkrise gemacht hat und damals den Euro retten musste und das natürlich mit ihrer lockeren Geldpolitik eben auch hinbekommen hat. Und diese Erfahrung sitzt so stark in den Knochen der Währungshüter, dass man immer sehr, sehr vorsichtig ist, wenn man eben diese lockere Geldpolitik nun wieder zurückfahren will. Der andere Grund ist sicherlich, dass südeuropäische Länder weiterhin überwiegend die Mehrheit im EZB-Rat haben und dort auch die Politik dominieren. Die südeuropäischen Länder sind weiterhin sehr, sehr hoch verschuldet, haben auch nicht allzu viel getan in den letzten Jahren. Das heißt, wenn die Zinsen steigen, ist das sehr negativ für sie, weil dann einfach ihre Refinanzierung teurer wird. Sie müssen mehr bezahlen, um neue Schulden zu machen. Und dieser Aspekt, auch wenn die EZB das immer wieder verneint, ist ein ganz zentraler, der immer wieder die Politik der EZB bestimmt. Und wie hoch schätzen Sie die Gefahr ein, dass die Euro-Wirtschaft abgewürgt werden könnte, wenn die Zinsen zu schnell steigen? Ja, das ist ein weiterer Punkt, den natürlich die EZB auch immer wieder sehr deutlich macht. Insbesondere der Chefvolkswirt, aber auch einige Direktoriums- und Ratsmitglieder. Fakt ist im Moment, dass die Unternehmen insgesamt in Europa relativ gut gefüllte Auftragsbücher haben. Und sie leiden nicht darunter, dass sie nicht genug Liquidität und nicht genug flüssige Mittel haben. Das ist ja der Grund, warum der immer wieder vorgebracht wird, dass man eben letztendlich günstig Finanzierungskonditionen braucht, um die Unternehmen zu unterstützen und deshalb die Zinsen niedrig halten will. Aber die Unternehmen investieren nicht deshalb. Sie investieren im Moment deshalb nicht, weil einfach die Rohstoffpreise zu hoch sind, ihre Produkte einfach zu stark verteuern und dementsprechend es dadurch zum großen Teil Probleme gibt, sie überhaupt zu produzieren. Aber eben zum Teil dann natürlich auch die Nachfrage etwas dämpft. Aber wie gesagt, insgesamt sind die Auftragsbücher sehr voll. Die Unternehmen leiden im Moment nicht darunter, dass die Zinsen zu hoch sind. Sie würden auch mit einer Zinserhöhung ganz gut
zurechtkommen. Und interessanterweise haben ja auch alle Unternehmensverbände sehr deutlich gemacht, dass sie auch für eine Zinswende sind. Das heißt, im Endeffekt geht es der Wirtschaft in Deutschland besser, als das auf den ersten Blick im Moment scheint? Naja, also nun wollen wir das jetzt nicht zu positiv malen. Insgesamt ist es natürlich schon so, dass der Ukraine-Krieg natürlich die Wirtschaft belastet und natürlich auch weiterhin die Folgen der Corona-Pandemie. Nichtsdestotrotz, die deutsche Wirtschaft hat auch die Tendenz, immer mehr zu jammern, als wie die tatsächlichen Fakten sind. Insgesamt steht die Wirtschaft relativ gut da. Wie gesagt, die Auftragsbücher sind sehr gut gefüllt. In vielen Bereichen brummt sie auch relativ gut und sie hat auch gute Chancen, sich weiter zu erholen. Aber vieles hängt natürlich jetzt davon ab, wie die geopolitischen Faktoren sind, insbesondere wie sich der Ukraine-Krieg weiterentwickelt. Sollte es hier zu Verschärfungen kommen, dann sieht die Situation natürlich wieder anders aus. Das sind ja eine Menge Unbekannte, die man da sieht. Es ist die hohe Inflation, es ist die Ukraine-Krise. Corona kann man auch noch nicht wirklich als erledigt bezeichnen. Können Sie sich dann die Stimmung in der EZB vorstellen? Spricht man da mit einer Stimme oder gehen die Meinungen doch sehr weit auseinander? Also der EZB-Rat besteht ja aus den 6 Direktoriumsmitgliedern und den 19 Staaten, die eben in der Währungszone sind, also die Gouverneure der 19 Staaten. Und da gibt es schon sehr unterschiedliche Interessen. Und das ist ja auch das zentrale Problem der EZB, wodurch sich die EZB eben von anderen westlichen Notenbanken stark unterscheidet. Unser Währungsraum ist eben nicht homogen. Die südeuropäischen Länder haben ganz andere Interessen als die nordeuropäischen Länder. Und diese Interessen, die muss man natürlich immer unter einem Hut bringen. Entscheidungen der EZB sind immer ein Kompromiss. Und das ist eine Problematik, weil wenn Sie natürlich eine Notenbank haben wie eine amerikanische oder eine britische, wo es natürlich auch Unterschiede im Land gibt, wirtschaftliche Unterschiede, aber wo Sie sich erst einmal um diese Problematik, den Währungsraum als solches zu sichern und unter Kontrolle zu bringen, sich darum eigentlich nicht kümmern müssen, was die EZB ständig tun muss, sondern sich auf die Hauptaufgabe, nämlich Inflation zu bekämpfen, konzentrieren können, haben Sie natürlich eine ganz andere Position als wie in der EZB, wo Sie ständig diese anderen Faktoren mit dem Blick haben müssen. Und das ist das große Problem der Währungsunion, seit es die Währungsunion gibt. Und die wird sich auch nicht ändern, weil sich die Unterschiede nicht harmonisiert haben, wie man das gewünscht hat, sondern eher stärker geworden sind. Und die Gemengelage ist ja nicht einfacher geworden. Vielen Dank, Klaus-Rainer Jackisch. Und Sie halten uns weiter auf dem Laufenden, was denn dann im Eurotower tatsächlich passiert. Und es ist in der Tat eine schwierige Gemengelage. Das sieht man auch an den Wirtschaftsforschungsinstituten. Die haben nämlich gestern ihre Prognose für die deutsche Wirtschaft deutlich reduziert, gehen davon aus, dass die Wirtschaft eben nicht mehr als 4% wachsen wird, sondern deutlich weniger als 3% im laufenden Jahr. Und zusätzlich gilt immer auch noch ein zweiter Blick einer anderen deutschen Wirtschaft, möchte man fast sagen, nämlich der ostdeutschen Wirtschaft. Und auf die wollen wir jetzt noch mal ganz speziell gucken. Dafür begrüße ich Professor Oliver Holtemöller vom Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle, kurz IWH. Schönen guten Morgen, Herr Professor Holtemöller. Guten Morgen, ich grüße Sie. Ist es, die Wiedervereinigung ist ja schon ein paar Tage her, überhaupt noch legitim, von einer ostdeutschen und einer westdeutschen Wirtschaft zu sprechen? Das kommt darauf an, worum es genau geht. Wenn wir über die Konjunktur sprechen, dann haben wir eine weitgehende Angleichung der Konjunkturzyklen in Ost- und Westdeutschland. Das heißt, die Schwankungen laufen weitgehend synchron ab. Aber die Strukturen der Volkswirtschaft in Ost und West unterscheiden sich nach wie vor in mehrerer Hinsicht. Da ist zum Beispiel die Struktur der Erwerbstätigen in Bezug auf die Wirtschaftsbereiche, die ist noch unterschiedlich und auch in Bezug auf die Qualifikation. Und ein großer Unterschied ist auch die zu erwarten demografische Entwicklung. Sie haben sich ja speziell die ostdeutsche Wirtschaft angeguckt, auch im Rahmen dieser Wirtschaftsprognosen, die wir gestern auch schon besprochen haben. Wie stellt sich die Lage aktuell dar? Es ist wie bei jedem weltwirtschaftlichen Schock bezüglich der Konjunktur, dass in Ostdeutschland die Schwankungen etwas gedämpfter ablaufen. Das ist also jetzt kein Spezifikum der aktuellen Lage, sondern die Exportorientierung der ostdeutschen Wirtschaft ist etwas geringer als die der westdeutschen Wirtschaft. Der Anteil der Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe ist in Ostdeutschland etwas geringer als im Westdeutschland. Und das ist nun mal der schwankungsintensivste Bereich. Und diese beiden Aspekte führen dazu, dass sowohl die Ausschläge nach oben
als auch die Ausschläge nach unten in Ostdeutschland in der Regel geringer ausfallen. Und wir gehen jetzt in der gegenwärtigen Situation davon aus, in unserem Basisszenario, also wenn es weiterhin Öl und Gas aus Russland gibt, dass wir dann nicht 2,7% wie in Gesamtdeutschland, sondern nur 2,1% BIP-Wachstum, Wachstum des Bruttoinlandsprodukts in Ostdeutschland haben in diesem Jahr. In der jüngeren Vergangenheit hat es ja einige positive Meldungen gegeben. Es entsteht eine Fabrik des Elektromobilherstellers Tesla in der Nähe von Berlin, also in Brandenburg. Magdeburg kann sich über eine neue Chipfabrik freuen. Das sind Meldungen, die haben zum Teil dazu geführt, dass die Schlagzeilen lauteten: Goldgräberstimmung im Osten. Teilen Sie das? Beide Ansiedlungen sind großartig für die beiden Regionen. Aber sie sind keine Trendwende. Man muss berücksichtigen bei der Analyse dieses Sachverhaltes, dass das Gros der neuen Arbeitsplätze in Deutschland in den Dienstleistungsbereichen entsteht und nicht im verarbeitenden Gewerbe. Und dass die Triebfeder des Wirtschaftswachstums, der weiteren Entwicklung, der Produktivitätsfortschritt ist. Und beide Ansiedlungen sind ja im Bereich der Fertigung jetzt angesiedelt und nicht im Bereich der Entwicklung. Also man kommt hier nicht in die Lage, wie wir sehen das jetzt ganz deutlich, BioNTech in Mainz, nicht, wo ein Unternehmen ein großer Gamechanger auch für eine Region sein kann, wenn es um wissensintensive und forschungsnahe Aktivitäten geht. Das ist jetzt bei diesen beiden Ansiedlungen in erster Linie nicht der Fall. Bei Intel in Magdeburg könnte sich sowas natürlich entwickeln, wenn es der Stadt und auch der Universität gelingt, so etwas aufzubauen, was wir einen Cluster nennen, wo also Wirtschaft und Wissenschaft eng miteinander kooperieren. Über allem schwebt aber die demografische Entwicklung. Wir verlieren in Deutschland insgesamt jedes Jahr 400.000 mehr Erwerbstätige in den Ruhestand als Junge am anderen Ende des Lebenszyklus hinzukommen. Und in Ostdeutschland ist dieses Phänomen noch viel ausgeprägter. Das heißt, das Hauptproblem, was an diesen Standorten in Zukunft entstehen wird, ist, wo kommen die Menschen her, die in diesen Fabriken arbeiten sollen? Und wo kommen die her und wie will man sie anlocken? Dafür muss man ja als Standort ein bisschen was bieten, oder? Ja, es wird zwei Phänomene geben. Also andere Unternehmen, die bereits an den Standorten existieren, werden natürlich unter Druck geraten, weil solche großen internationalen Konzerne in der Regel auch gut bezahlen. Also mehr bezahlen als kleine lokale Unternehmen. Das heißt, für Unternehmen, die jetzt an diesen Standorten sind, da kann man sich schon mal darauf einstellen, dass es Druck auf die Lohnkosten geben wird. Also ein gewisser Anteil der Beschäftigten in den Neuansiedlungen wird sich rekrutieren aus den bestehenden Unternehmen. Und hinzukommen muss aber natürlich, damit man das in diesem Umfang stemmen kann, auch Zuwanderung. Und das bedeutet, dass die Städte entsprechende Konzepte haben müssen. Denn Deutschland, jede einzelne Region innerhalb Deutschlands, steht im weltweiten Wettbewerb um gut qualifizierte Fachkräfte. Wer eine gute Ausbildung hat, kann überall sein Glück finden. Das heißt, ich muss diesen Menschen gute Voraussetzungen bieten. Das fängt bei der Infrastruktur an, bei Mobilität, bei Wohnen, beim Freizeit- und Dienstleistungsangebot, bei der Beschulung, bei der Freizeitgestaltung, aber natürlich auch bei so etwas wie Willkommenskultur. Wir sehen, dass es da in Ostdeutschland an manchen Standorten auch schwierig ist. Und die ostdeutschen Standorte konkurrieren ja nicht nur mit westdeutschen Standorten. Es ist ein europäischer, ein weltweiter Wettbewerb, den man sich da stellt. Vielen Dank für diese Einblicke, Professor Oliver Holtemöller vom Wirtschaftsforschungsinstitut IWH in Halle. Ihnen noch einen schönen Tag. Und was man mit Blick auf die Landkarte in Deutschland ziemlich deutlich sieht, ist, dass die Zahl der börsennotierten Unternehmen nicht so besonders groß ist in den ostdeutschen Bundesländern. Da konzentriert es sich eher auf Westdeutschland und da haben halt diese Bundesländer sehr viel mehr zu bieten. Das liegt natürlich in der Historie. Einige große, die haben auch immer wieder den Börsengang gewagt und streben es an, in den deutschen Aktienindex oder in andere Indizes aufzusteigen. Ein bemerkenswerter Börsengang hat stattgefunden von der Truck-Sparte, der Lkw-Sparte von Mercedes, nämlich Daimler Truck. Das Unternehmen sitzt in Stuttgart, hat aber eine Forschungsabteilung in Albuquerque in New Mexico. Und genau dort hat mein Kollege Markus Schuller den Chef von Daimler Truck getroffen, nämlich
Martin Daum, der dort einen Besuch abgestattet hat. Es geht da vor allen Dingen darum, dass am autonomen Fahren geforscht wird. Lkw ohne Fahrer, wo liegt da der Nutzen? Das ist die erste Frage meines Kollegen. Weil ein autonom fahrender Lkw macht Transport schneller, macht Transport sicherer und es macht einen Transport unabhängiger von dem derzeitigen Fahrermangel. Sie testen in den USA Roboter-LKWs. Es gibt dort dieses Hub-Konzept. Was ist das? Könnten Sie das mal beschreiben? Also unser Ziel ist, auf der Autobahn zu fahren. Es ist deutlich einfacher, deutlich sicherer als im Stadtverkehr. Ich kann mir keinen 40-Tonner LKW ohne Fahrer im Stadtverkehr vorstellen. Deshalb haben wir uns hier in den USA auf ein sogenanntes Hub-to-Hub-Konzept geeinigt. Ein Hub ist ein Sammelplatz für LKW, wo die LKWs aus lokalen Strecken bis zu 300, 400 Kilometer Entfernung zusammenkommen, dann umgekoppelt, also von Fahrern gefahren, dann umgekoppelt werden am Sattelschlepper an dieses automatisierte Fahrzeug, das aussieht wie ein normaler LKW, nur sehr viel mehr Elektronik drin hat, und dann auf die Fernstrecke ohne Fahrer fahren, am Ende der Fernstrecke wieder auf so einen Hub gehen, abkoppeln, ankoppeln an einen LKW mit Fahrer und dann zu ihrem finalen Ziel gehen. Ihre Auftragsbücher sind gut gefüllt. Sie haben sich vorgenommen, in diesem Jahr mehr als 500.000 Nutzfahrzeuge zu bauen. Sieht man sich die Produktionszahlen für Elektroautos aus dem vergangenen Jahr an, dann wurden dort allerdings nur 712 Fahrzeuge gebaut. Wieso dauert das so lange, der Umstieg auf Elektroantrieb oder Wasserstoff? Weil es braucht drei Voraussetzungen, damit das erfolgreich wird. Es braucht ein gutes Angebot von der Industrie. Da sind wir jetzt dabei und rollen Auto um Auto aus. Und wir haben jetzt mit dem e-Actros ein hervorragendes Auto in Europa im Angebot, sind ja auch relativ führend im Stadtbusbereich mit unserem elektrischen Stadtbus. Aber das ist nur eine Voraussetzung. Die zwei anderen Voraussetzungen sind, dass zum einen wir eine Infrastruktur brauchen. Und die ist schwieriger beim LKW, weil deutlich höhere Energien gebraucht werden. Da reicht nicht die Ladesäule in der Garage, die Ladebuchse. Da braucht es dann 300 Kilowatt mindestens, um die ganze Nacht über zu laden, oder 1 Megawatt. Und Wasserstoff sind wir auch erst dabei, eine Infrastruktur zu bekommen. Und das Dritte ist natürlich die Kostenparität. Keiner fährt den LKW zur Gaudi, sondern möchte Geld damit verdienen. Und da muss eben der elektrische oder der Wasserstoff-LKW im Betrieb günstiger sein als inklusive des Kaufpreises als der konventionelle, und das ist nämlich nicht so weit. Und alle, die das behaupten, sind falsch. Es geht nur mit heftigen Subventionen, und da kann ich keine Tausende subventionieren. Das heißt, wir müssen die Kosten des LKWs runterbringen, und es muss am Ende natürlich auch letztendlich die CO2-Bepreisung der LKW-Fahrten nach oben gehen. Nahezu alle Autobauer, die leiden unter Chipmangel. Wie ist die Situation derzeit bei Daimler Trucks? Ja, man kann das Glas halb voll oder halb leer sehen. Wir haben mehr Chip als im vergangenen Jahr. Wir haben 455.000 Fahrzeuge im vergangenen Jahr produziert. Wir haben jetzt raus an den Kapitalmarkt als Guidance 500 bis 520.000. Im Augenblick scheint alles, dass wir da relativ gut unterwegs sind. Haben jetzt zum Beispiel auch im ersten Quartal 8% mehr LKWs verkauft als im letzten Jahr. Also daher besser. Aber wenn wir alles das verkaufen könnten, was die Kunden bräuchten, was wir auch gern bauen würden, hätten also noch mehr Chips, dann könnten das auch gern 580 bis 600.000 LKW sein. Und von daher ist das Glas auch halb leer. Autonomes Fahren, das könnte auch, so sagen jedenfalls die Gewerkschaften, viele Arbeitsplätze kosten. Erwarten Sie denn Widerstand gerade hier in den USA von Gewerkschaftsseite? Wenn es ein Pushback von Gewerkschaften gäbe, wäre kurzsichtig. Wir haben mal geguckt, welches Frachtvolumen in USA, ich kann jetzt nur Zahlen zum USA-Markt geben, autonom fähig sind. Das sind etwa 6% des gesamten jährlichen Frachtvolumens. Wenn wir davon ausgehen, dass sich das Frachtvolumen mit bis zu 50% in den nächsten 10 Jahren erweitert, wenn wir davon ausgehen, dass wir heute viel zu wenig Fahrer haben, dann sind wir gerade froh, wenn wir für 6% des Frachtvolumens eine gute Lösung haben. Und das autonome Fahren bringt für den Fahrer auch eine große Verbesserung. Der Fahrer ist abends wieder zu Hause. Also dieses Hub-to-Hub-Konzept ist so angelegt, dass der Fahrer maximal einen halben Tag Fahrzeit hat bis zum Hub, fährt wieder zurück, ist abends zu Hause. Das Schlimmste bei Fahrern ist, dass die 10 Tage unterwegs sind und nicht zu Hause ist. Es ist ein Grund, warum, wenn Sie in Europa die Fahrer angucken, fast keiner mehr aus Deutschland oder Niederlande kommt, sondern meistens aus den Östländern, weil es halt dann immer noch ein sehr gut bezahlter Job ist, aber ein sehr, sehr schwieriger und sehr, sehr harter Job. Wann können wir denn in Deutschland mit autonom fahrenden LKWs auf unseren Autobahnen rechnen? Ich denke, wir brauchen mindestens bis 2030
bis wir hier in den USA genügend Erfahrung haben. Bis dahin, denke ich, wird es auch einen Rechtsrahmen in Europa geben, was ein europäischer Rechtsrahmen sein muss, wo wir alle wissen, dass das ziemlich lange dauert, bis wir sowas haben. Und dann sehen wir weiter. Ich denke, technisch ist es möglich. Es ist technisch vom LKW definitiv möglich. Alles, was in den Cascadia hier in den USA reinpasst, passt auch in den Actros in Europa rein. Und dann lässt sich das deutlich ausweiten. Ich sehe aber Länder wie Australien oder Kanada vorher, bevor wir uns mit Europa beschäftigen. Martin Daum war das, der Chef von Daimler Truck zum autonomen Fahren, befragt von meinem Kollegen Marco Schuler vom ARD-Studio San Francisco. Helle Köpfe braucht man dafür, um solche Innovationen auszutüfteln. Diese hellen Köpfe sitzen nicht nur in Albuquerque, in New Mexico oder in den USA, sondern auch hier in Deutschland. Allerdings mangelt es mehr und mehr an Fachkräften. Und wir haben ja vorhin in dem Interview mit dem IWH erfahren, dass jährlich 400.000 Fachkräfte in Deutschland quasi verloren gehen. Umso wichtiger ist es dann eben auch für Nachwuchs zu sorgen. Aber gerade dieser Nachwuchs, der bleibt aktuell aus. Markus Plettendorf von unserer Wirtschaftsredaktion bei NDR Info. Meldungen zufolge sind sehr, sehr viele Lehrstellen aktuell unbesetzt. Wie kommt's? Ja, wir haben für alle Fälle ein demografisches Thema im Moment. Die Menschen, die jetzt im Moment in die Lehrberufe gehen, das sind so die Jahrgänge Anfang 2000er. Das sind sehr geburtenschwache Jahrgänge gewesen. Und wenn wir uns mal Zahlen angucken, 2004 zum Beispiel sind etwas mehr als 700.000 Menschen geboren worden. Zum Vergleich 1965 ist es fast die doppelte Anzahl gewesen. Also Deutschland schrumpft. Wir haben in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts das letzte Mal gehabt, dass mehr Menschen geboren wurden als gestorben sind. Und ja, diese Problematik, die spürt natürlich auch der Ausbildungsmarkt und das auch nicht erst seit gestern. Einer Studie zufolge hat auch die Corona-Pandemie mit diesem Rückgang zu tun. Wie hängt das zusammen? Ja, ein Drittel der befragten Unternehmen klagt, dass es schwierig gewesen sei, in Kontakt zu kommen mit potenziellen Auszubildenden. Das ist ja auch ganz klar. Firmen waren betroffen, vieles ins Homeoffice verlagert worden, Ausbildungsmessen haben nicht stattgefunden. Über 40% der Unternehmen sagen, wir haben keine Schülerpraktika mehr angeboten. Da war es natürlich schwer, überhaupt den Kontakt herzustellen. Aber wir sehen nicht so gute Zahlen auch bei denjenigen, die schon in Ausbildung gewesen sind. Die haben gar nicht so viel Abschlüsse gemacht wie sonst üblich, weil auch da natürlich Schule ausgefallen ist, Lehrinhalte nicht vernünftig vermittelt werden konnten. 38% der befragten Unternehmen sagen, ja, zumindest einer von unseren Azubis hat im vergangenen Jahr den Abschluss gemacht. Gucken wir 2 Jahre vor die Pandemiezeit, 2019, da waren es nicht 38, sondern 55%. Jetzt ist es aber so, dass in Deutschland auch 25.000 junge Menschen ohne Ausbildungsplatz dastehen, einen suchen. Gleichzeitig sind über 60.000 Stellen unbesetzt. Wie passt das zusammen? Wie kriegt man diese Schere wieder zu? Ja, wahrscheinlich ist die Zahl derjenigen, die unversorgt sind, sogar noch ein bisschen größer als diese 25.000. Denn wenn ich keine Lehrstelle finde und gehe erstmal in eine Arbeitsmarktmaßnahme, melde mich arbeitslos oder entscheide mich, die Schule weiter fortzuführen, dann gelte ich erstmal als versorgt. Aber um das vielleicht mal zu erklären, dieses Missverhältnis zwischen den offenen Stellen und den unversorgten Bewerbern, da gibt es nicht den einen Grund, sondern es ist wirklich ein sehr vielschichtiges Problem. Wir können das mal ein bisschen aufdröseln. Wir haben einige Berufe, die sind sehr, sehr stark nachgefragt. Andere, da wollen die jungen Leute einfach gar nicht mehr so gerne hin. Fleischer zum Beispiel, Bäcker, Gebäudereiniger. Am Bau sehen wir das sehr, sehr deutlich. Anderes Problem, wir haben Berufe, da ist die Nachfrage da von den jungen Leuten. Der gesamte Bereich der Informatik zum Beispiel ist da zu nennen. Da ist es aber häufig so, dass die Schulabschlüsse nicht ausreichen, um dort einen Ausbildungsplatz zu bekommen oder möglicherweise eine Ausbildung erfolgreich zu beenden. Dann sehen wir sehr große regionale Unterschiede in der Versorgung. Wir haben das Problem, dass die Mieten sehr teuer sind. Ich kann mir von einem Lehrlingsgehalt in einer fremden Stadt vielleicht eine Wohnung gar nicht mehr leisten oder auch nur ein WG-Zimmer. Also dieses ganze Problem, dieses Mismatches, wie es im Fachjargon heißt, das ist sehr, sehr vielschichtig. Hat viel mit Bildung zu tun, aber auch mit den Preisen und mit der Attraktivität von Berufen. Eine Menge Holz, um daran zu arbeiten. Vielen Dank, Markus Plettendorf, für diesen Einblick
in den Ausbildungsmarkt. Ja, und wir sind bereits am Ende unserer Sendung angelangt, reicht aber gerade noch so für einen Blick auf die Aktienmärkte, zum Beispiel in den USA, wie die sich gestern verabschiedet haben aus dem Rennen. Der Nasdaq-Technologieindex ist um 2% gestiegen, der Dow Jones legte um 1% zu und der S&P 500, ein breit gefächerter Index, legte um 1,1% zu, also ebenfalls etwas mehr als 1%. Mit diesen Vorlagen ist man dann weitergegangen nach Asien, um dort weiter zu handeln. Und der Blick auf die asiatischen Märkte zeigt ebenfalls ein weitgehend positives Bild. In Shanghai steigen die Kurse um 1,5% an, in Hongkong um 0,7% und an der Tokyota-Börse geht es um 1,2% bergan. Chinas Börsen waren ja zu Wochenbeginn gebeutelt wegen der Corona-Pandemie und wegen eines Lockdown in Shanghai, der ja nicht nur die Wirtschaft dort gelähmt hat, sondern auch die Zulieferketten in Richtung Deutschland empfindlich gestört. Der deutsche Aktienindex, der legt am letzten Tag dieser vorösterlichen Woche ein wenig zu, 48 Punkte auf 14.123. Wie sich das Ganze weiterentwickelt, auch um angesichts der Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank, das erfahren Sie dann hier im laufenden Programm. Die Kolleginnen und Kollegen von Update Wirtschaft begrüßen Sie dann nach dem Ostermontag am Dienstag wieder, wenn Sie möchten. Bis dahin, machen Sie es gut.